Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von The Infected. Und zwar ganz kurz und knapp, wie man Tierhaut bekommt, um sich später diesen Köcher hier bauen zu können. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tierhaut bekommt man grundsätzlich von fast allen Tieren, die es hier auf dieser Map gibt. Am Anfang sind wohl die Ziegen das Einfachste, da sie einfach nicht weglaufen, sondern sobald man sie einmal angegriffen hat, auch angreifen. Um allerdings auch tatsächlich Tierhaut zu bekommen beim Abbauen, benötigt man diesen Schlachtertisch hier. Dafür benötigt man schon eine Tech-Seite, um die Technologie dafür freischalten zu können. Tech-Seiten findet man in diesen Siedlungen hier, in irgendwelchen Häusern. Den Weg dorthin muss man sich allerdings freikämpfen. Es sei denn natürlich, man hat die Gegner gar nicht erst an. Hat man eine Tech-Seite gefunden, muss man hier unten die Schlachttechnologie freischalten und kann dann diesen Schlachtertisch hier bauen. Dafür benötigt man Eisenbarren. Um Eisenbarren schmelzen zu können, muss man sich die Steinschmiede bauen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht mit mehreren Steinspitzhacken bewaffnet in eine Höhle und baut dort Eisenerz ab. Oder man baut Stein ab. Dieses kann man auch schmelzen an der Steinschmiede. Wenn man Steine einschmilzt, bekommt man diese Eisenbrocken. Hat man 5 Eisenbrocken zusammen, kann man daraus wiederum auch hier an der Schmiede einen Eisenbarren herstellen. Außerdem noch eine wichtige Sache, man kann sich, wenn man ein Tier auf dem Arm hat, kaum bewegen. Deswegen benötigt man auf jeden Fall einen Holzscheitwagen. Dort kann man ein Tier drauflegen und mit diesem ist man dann deutlich schneller unterwegs. Um den Holzscheitwagen bauen zu können, benötigt man außerdem Bretter und Nägel. Die Bretter bekommt man direkt am Anfang hier am Sägetisch und die Nägel bekommt man dann hier am Amboss. Dafür muss man nur einen Eisenbarren hier rüberziehen und kann sich schon 10 Nägel herstellen. Das Tier muss man auf jeden Fall zum Schlachtertisch bringen oder andersherum den Schlachtertisch zum Tier. Hauptsache, das Tier landet auf dem Schlachtertisch, denn nur dann bekommt man dann auch Tierhaut davon. Hat man dann zweimal Tierhaut zusammen, benötigt man noch 2 Seile. Seile wiederum kann man an der Werkbank herstellen aus 2x Pflanzenfasern. Wichtig ist es, dass man auch wirklich genau die Anzahl dort hinlegen muss. Ansonsten einem das Rezept gar nicht erst angezeigt wird. Man kann dann zwar im Nachhinein noch mehrere davon machen, also das Maximale, wenn man jetzt hier einmal draufklickt, wie viel Material man im Inventar hat. Aber man muss halt erstmal genau die Anzahl da drauflegen. Okay, und zu guter Letzt die Werkbank. Die Werkbank benötigt Bretter und Nägel. Das hatte ich ja gerade eben alles schon. Goodie. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.